Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, wir stehen hier, wir sehen schon aus wie der Elden Lord, muss ich sagen, mit unserer Ausrüstung, mit unserer relativ neuen. Und wir sind jetzt hier in Noxtella. Wenn ich mal hier auf die Map schaue, Noxtella, die ewige Stadt. Wie hieß die andere Stadt, wo wir mal waren? War das nicht hier? Nokron, die ewige Stadt. Also wir haben mehrere ewige Städte hier, wie es aussieht. Und wir sind jetzt eben in Noxtella. Mal sehen. Wir sind gerade erst angekommen, also beim letzten Mal, in der letzten Aufnahmesession. Von dort oben kamen wir. Und ich habe bereits diesen Ameisenreiter gesehen. Das macht mir jetzt schon Angst. Schauen wir uns das mal an, ob wir den hinbekommen. Okay. Klasse. Komm her. Bleib bloß liegen, Junge. Besser ist das für dich. Ja, ja. Okay, der war recht hart. Der war recht hart. Was ich gucken wollte, kann ich eigentlich mich leveln? Ist das möglich? Guck mal gerade hier am Wasserfall, ob es hier ein Secret gibt. Natürlich nicht. Schade. Was seid ihr? Nichts. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir hier in Noxtella finden. Stufenaufstieg. 63.000 haben wir. Können tatsächlich eine Stufe erhöhen. Geschicklichkeit haben wir eigentlich noch nie wirklich gelevelt, oder? Kann das sein? Was ist der Unterschied zu anderen Dingen? Okay, unser Waffenschaden geht etwas weiter in die Höhe. R2, also unser harter Angriff sozusagen, geht ziemlich in die Höhe. Weißt du was? Ich mach mal Geschicklichkeit auf 20. Weil wir das noch nie gemacht haben. Warum auch nicht? Kann ja nicht schaden, ne? So, dann gehen wir mal, weil, ja, den haben wir schon erledigt. Gehen wir doch mal weiter. Kann ich eigentlich mein Pferd? Nein, kann ich nicht. Ich muss also rumrennen. Wie ein Marathonläufer. Das mag ich gar nicht, ehrlich gesagt. Alter, es sieht auch wieder krass aus hier. Was war das? Was habe ich hier zerstört? Aber das ist so eine Vase. Das juckt doch keinen. Okay, da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, das Gebäude hier. Hier geht es auch hoch. Ich bleibe erstmal auf dieser Ebene. Erst einmal. War das hier ein Gegenstand? Tatsache. Ein silbernes Glühwürmchen. Weil für Gold hat es nicht gereicht. Leider nur Silber. Schade. Okay. Ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich Gegenstände, die ich looten könnte. Ja, an dem wollen wir jetzt erstmal vorbei. Weil den haben wir schon besiegt. Also seinen Kollegen hinten. Ich will mich nur ein bisschen umsehen hier, Freunde. Nur ein bisschen umsehen. Ein paar Blümchen pflücken. Toll, da kommt er wieder. Mal gucken, wie schnell das mit unserem krassen Schwert geht. Okay, cool. Jo, das geht natürlich ein bisschen schneller. Beides? Nein, er ist noch nicht tot. Au revoir. Au revoir, my friend. Okay. Ja gut, haben wir den doch besiegt, was soll's. Er stand halt im Weg.
Was soll ich denn sagen? So, bevor wir da hinten hingehen, wer bist du? Wow, Alter, pass mal auf mit deiner Keule. Wo ist der denn jetzt stecken geblieben? In der Luft? War mal gerade ums Eck. Okay, flink ist er, ja. Aber nicht flink genug. Oh doch, er ist flink genug. So, Nox Armreife. Es gibt also ein Rüstungsset hier, wie es aussieht. Die Schnecken bewachen diesen Gegenstand. Das muss was Gutes sein. Es muss. Himmelstau. Einfach Himmelstau. Wunderschön. Davon finden wir momentan sehr viel. Na, Kollege. Autsch. What? Sieht cool aus, sein Outfit. Aber, Alter, wie schnell hat er uns umgehauen? War ich nicht voll geladen? Also war ich nicht mit vollem HP? Wohl nicht. Sonst wäre ich nicht gestorben, oder? Okay, da will ich auch noch nicht hoch. Ich hole mir erstmal mein Stuff. Mein Zeugs. Und dann mache ich die beiden fertig da oben. Nein, Mann. Lass mich. Ich will gar nicht mit dir kämpfen. Oh. Nervensägen. Überall. Wo ist mein Zeug? Ist das hier? Hinter dem Hügel, hoffe ich. Da ist es doch. Es leuchtet schon golden. So viel ist gar nicht. 2600, aber ey. Besser als nichts. Besser als nichts. So, kann ich mich an dich ranschleichen? Ist das möglich? Das ist möglich. So, Kollege, jetzt kriegst du mich nicht. Boah, da plötzlich die beiden Schilde her. Was? Wo ist seine Waffe hin? Ganz strange, diese Gegner. Danke sehr. Lüschmiedestein. Kann man immer gut gebrauchen. Heilig Fett mit Kordel. Fett mit Kordel, damit man das besser schwenken kann in der Pfanne, oder was? Was? Mit einer Kordel? Okay, von mir aus. Von mir aus gern. Hier geht's nur runter in den Tod. Aber vielleicht hier ja nicht. Doch. Doch, hier auch. Auch hier stirbt man. Auf jämmerliche Art und Weise wahrscheinlich. So, was willst du mir sagen? Warum immer so allein? Die Weiten des Universums. Unergründbar. Bis auf den Gegenstand da hinten. Den kann man ergründen. Silbertränenhülle. Mhm. Preiset Elden Ring. Ja, soll ich? Indem ich runterspringe, oder was? Nein, danke. Wo ist meine Laterne? Hier. Kann man hier durch? Nö. Na, ich dachte, das wäre vielleicht ein Durchgang. Ist aber keiner. Okay. Gut. Dann hätten wir die erledigt, die Kollegen. Da waren aber noch so ein paar mierige Typen da hinten. Ich sehe schon. Ja, die Schnecken brauche ich nicht mehr. Aber es gibt hier. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Secret. Ich rieche es doch.
Wahrscheinlich Elden Ring. Wahrscheinlich nicht. Wo kommt ihr denn jetzt her? Nice. Ein paar Schlangenpfeile haben wir bekommen. Ja, das war nix hier. Ein paar Schlangen haben uns hier überrascht. Huhu. Hier sind noch ein paar mehr. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit, Freunde. Autsch. Dieser Doppelangriff ist ja schön und gut. Aber der dauert halt. Ich meine, wenn ich jetzt hier auflade, greift er dann erst an. Ich muss das besser timen. Was zum Teufel? Wo kommt ihr denn her, Mann? Ganz ehrlich, wo kamen die jetzt her? Vergiftet? Willst du mich doch verarschen? Den Schmiedestein schnapp ich mir. Was geht denn mit dir ab, Alter? Alter, die explodieren. Die explodieren in einem... in einem Stromblitz. Die alle? Okay, wenn ich das im Wasser... wenn das im Wasser passiert, ist das dann noch härter. Verteilt sie sogar übers Wasser, glaube ich. Sag mal. Willst du mich verarschen da oben? Was passiert, wenn ich... wenn ich die umbringe? Und da sitzt jemand daneben. Toll. Das hat sehr gut geklappt. Schaden. Alter, ich komme hier nicht raus. Ich merke schon, ich muss wieder reinkommen. Ich muss wieder reinkommen ins Game. Oh. Ich fasse es ja nicht, Mann. Okay. Die Ausrüstung kann so bleiben. Langen Knochenklinge kann auch so bleiben. Ich glaube... ne, wir lassen die Ausrüstung mal. Ich will jetzt erstmal nichts ändern. Wenn wir beim nächsten Mal an der Tafelrunde sind, versuche ich das nochmal ein bisschen zu leveln, aber ich würde erstmal gar nichts ändern. Ich bin zufrieden. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Das ist mein Problem. Ich muss wieder reinkommen. Die haben aber auch Waffen. Ich unterschätze die Reichweite dieser Waffen. Das ist mein Problem. Habe ich sehr unterschätzt. Da ist unser Stuff. Schau mal ab. Tschüss. Sehr schön. Kriegen wir das hier geöffnet? Nein, kriegen wir nicht. Was ist eigentlich, wenn... Autsch. Stufe 10. Alter. Wenn ich hier einen erwische, explodiert dann alles hier. Nichts. Nichts tut sich. What? Okay. Okay.
Unsere Waffe ist glaube ich, hier für diese Gegnerklassen nicht die richtige. Glaube ich. Wir müssen auf die richtigen Waffen umschwenken. Es geht nicht anders. Ach, nee. Bin ich so schwach? Bin ich so schwach? Du bist der Erste, der ihn halten muss. So. Das war er. Oh, Materialien. Ach so. Ach so. Silberne Glühwürmchen, aber warum auch nicht? Den nehme ich natürlich mit. Hier geht's ja auch hoch. Das ist eine andere Treppe, ne? Ja. Wo geht's denn hier hin? Die ist ein bisschen kleiner. Die geht zu dem kleinen Turm hier. Soll ich vielleicht mal hin, oder? Ich hole... Na, scheiß drauf. Wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht können wir gleich von hinten angreifen. Wenn ihr versteht. Oh, kommt schon. Alter, was habt ihr für eine Reichweite? Ganz ruhig, nicht umdrehen, bitte nicht. Sehr schön. Au revoir, my friend. So, was ist das für eine Kiste hier? Hallo? Geistertal-Lilie, Nummer 9. Hohe Stufe für so eine Geistertal-Lilie. Das ist nicht zu unterschätzen. Da unten... sehe ich gerade nichts, aber oh, guck mal hier, die Statue steht da wieder, aber in einem kleineren Format, oder? Ist ein bisschen kleiner als die anderen gewesen. Huh. Okay, es hilft nichts, wir müssen hier runter. So gern ich das überspringen würde, ich muss es tun. Ich wünschte, dass die anderen dann einfach auch mit explodieren, wenn man die erwischt. Der eine hat noch nicht mal Schaden gegeben. Ja, so ein bisschen Schaden. Süß. Stirb. Du Nervensäge. Jetzt kommen die ganzen Schnecken. Oh, der lebt ja noch. Fuck. Hat der ein Schild? Die explodieren tatsächlich doch alle. Nicht alle, aber viele. Boah, der nervt mich nicht. Komm schon, nimm sie alle mit. Die treffen auch alles. Alles treffen die. Der da oben, ne? Wie der mich nervt. Komm her jetzt. Da ist der Talilie 8. Ich gehe erstmal da hoch. Um dem eins auszuwischen. Oh Gott, wie viele? Wie viele sind denn hier? So, erst einmal den hier oben. Hat er auch so ein Schild? Wo ist denn der jetzt? Wo ist, ist, jetzt sag nicht, der ist runter. Die ganze Zeit ist er da oben, weißt du? Die ganze Zeit schießt mit seinen komischen Nadeln. Und dann, wenn wir hochgehen, ist der unten. Es ist einfach so typisch. Toll.
Nimm den anderen bitte mit. Nicht mal einen Schaden hat er gemacht. Oder machen die nur Schaden, wenn die im Wasser sind? Wegen der Elektrizität. Könnte natürlich auch sein, ne? So, mein Freund, dich habe ich aber nicht vergessen, ne? Komm her. Okay. Gut, 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 gut. Das Blümchen pflücke ich auch noch. Und dann geht's weiter. Was war das? Keine Ahnung, was das war. Ach, da ist eine Schnecke. Scheiß drauf. I don't care about the snail. Heißt es Snail? Ja, ne? Auf Englisch? Schnecke? Ich glaube schon. Das ist der Tod. Oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass wir da runterspringen sollten. So, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen hier von den Kollegen mitnehmen, ehrlich gesagt. Weil so viel bringen die jetzt auch nicht. Die sind einfach nur nervig. Die sind mega nervig. Mehr aber auch nicht. So, hier können wir rumlaufen. Oh, da hinten ist noch was. Am Rande des Abgrunds wartet noch jemand, dass wir ihn looten. Ja, absolut. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Gut, dass wir den noch gesehen haben. Objekt voraus. In welche Richtung? Da war. Hab ich schon, danke. Da oben ist ein goldener Baum. Da müssen wir hin. Wir müssen überall hin. Ich weiß. Aber der goldene Baum hat jetzt erstmal Priorität. Oh mein Gott. Oh. Ja, ich lasse ich vielleicht mal in Ruhe. Wenn das okay ist. Den nehme ich sehr gerne mit. Steinschwertschlüssel sind immer gern gesehene Gäste. Was? Leiden voraus. Sag mal, wie komme ich denn hier hoch? Alter, die Decke sieht auch so geil aus. Der ganze Ort sieht einfach krass aus. Wie komme ich denn hier hoch? Hier? Wohl nicht. Oh, komm schon. Beide tot? Oh ja, er auch. Okay. Im Wasser also. Im Wasser machen sie krassen Schaden. Aber hier komme ich nicht hoch. Gerade die Lampe an. Einfach nur um zu sehen. Oh, das sind diese Ekeldinger. Kann ich an euch vorbei? Ich will euch nichts. Oh, das sind zwei von diesen. Gegen die zu kämpfen ist echt ekelhaft. Wirklich. Echt krank. Haut ab. Wie viele Himmelstau bekommen wir denn hier? Himmelstau scheint wohl ein Ding zu sein hier. Alle bitte, alle. Geil. Okay, das war cool. Das war wirklich cool. Ja, hier sollte ich vielleicht nicht runter.
Die sind immer noch auf der Suche nach mich. Nach mir. Nach mich. Nicht gut Deutsch. ich lasse euch immer mal in Ruhe, ne? Ja, wie ich da hochkomme. Okay, ich sehe gerade, wie ich da hochkomme. Aber das schaffe ich erst, wenn ich in eines dieser Gebäude hier gehe, oder? Was haben wir denn hier zum Beispiel? Oh, gehst du hoch oder runter? Soll ich erstmal hier bleiben? Ich will erst... Oh, das geht runter, weil oben sind Kerzen. So ein Leuchte. Ich gehe mal runter, mal gucken. Einfach nur mal sehen, was da unten so gibt. Wird mir das gefallen, was ich da unten sehen werde? Es geht ziemlich weit runter. Eine komplett neue Area. Mit einer Gnade. Was, wie heißt der Ort hier? Wasserfallbecken von Noxtella. Wasserfall, das heißt, hier geht's dann weiter, oder wie? Hm. Okay, bevor wir diese Area hier machen, würde ich gerne die Area oben machen. Weil, sonst vergesse ich das hinterher. Ist das richtig? Sollte ich da... Ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder hoch. Und mache erstmal die Area oben. Wobei, wir können ja auch eigentlich hier... Nein, das ist es nicht. Das ist die ewige Stadt. Da müssen wir hin. Und dann nehme ich die Treppen nach oben. Guck mal, was es da oben gibt. Und wenn das eine Sackgasse ist, dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Oder? Guter Plan oder nicht so? Wahrscheinlich kein guter Plan. Wie ich mich kenne. Oh. Oh, hallo. Was gibt's denn hier Schönes? Silbertränenhüllen. En masse. Ah, ein bisschen Laterne an. Hm. Heranwachsende Schmetterlinge also, ja? So, Moment, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Da gucke ich mir das mal an, das Spektakel. Ja, der verfolgt mich schon die ganze Zeit, ich sehe schon. Dann komm halt her. Wenn du nicht anders kannst. Flink. Aber not flink enough, Freunde. Perfektes Englisch. So, die nehme ich mit. Was haben wir denn hier Schönes drin? Da wartet noch ein Kollege. Ist das alles Kisten? Okay, mit seiner Peitsche. Aber das sind nicht alles Kisten, leider. Ich dachte, die könnten wir jetzt alle öffnen. Das ist auch keine Kiste. Nö. Oh, aber das schon. Das ist eine Schatztruhe. Mit einer Ameisenschädelplatte. Das ist ein Schild. Ist ein Schild. Das erkennt man immer an dem Zeichen. Ein Schild. Ameisenschädelplatte. Da ist es. Abwehrschadensresistenz. Alter. Löst Vergiftung aus 90? Was? Echt? Ist das etwa das erste Mal, dass ich mein Schild wechsle?
Er ist aber auch schwerer, ne? Gewicht 13,5 und das ist, boah, das ist doppelt so schwer. Oh, große Last. Ich sehe schon. Unten rechts, es wird zu, ich werde zu schwer. Ich guck mal trotzdem, wie das aussieht, das Ding. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das schwer ist. Sieht aber cool aus. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Sehr nice. Kann ich vielleicht irgendein anderes Schild nutzen? Große Last, mittlere Last. Was haben wir denn momentan? Wir haben ja den hier, ne? Da sind wir mittlere Last. Das ist ja auch okay. Hiermit wären wir auch mittlere Last. Das ist tatsächlich der Schild, mit der zu unserer Rüstung passt. Große Last, mittlere Last. Es geht halt um, körperlich, diese Resistenz. Und das ist zu 100. Das ist halt 100 hier. Und das ist wichtig. Das soll auch 100 bleiben. Wie zum Beispiel bei dem hier. Aber bei große Last. Das vergesse ich jedes Mal. Verdammt. So, die Dinger brauche ich mir nicht angucken. Große Last. Das Einzige, was in Fragen kommen würde, wäre tatsächlich dieses hier. Dieses Schild. Komm, weißt du was? Wir setzen das mal an. Weil es einfach passt. Es passt einfach zur Rüstung. Perfekt sogar.